Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, eins ist wichtig heute. Es ist wichtig, dass so viele hierher gekommen sind, weil es geht heute darum, das Primat der Politik zu verteidigen. Es geht darum, klarzumachen, dass für uns zuerst das Allgemeinwohl kommt und erst dann die Konzerninteressen. Und deswegen ist es gut, dass so viele heute auf die Straße gehen. Was heißt das für uns? Das heißt für uns zuallererst, dass Politik in den Parlamenten gemacht wird, dass Politik auf der Straße gemacht wird und nicht wie im Zusammenhang mit den Freihandelsabkommenverhandlungen in muffigen Hinterzimmern. Das ist nicht das, was wir unter Demokratie verstehen, sondern Verhandlungsprozesse müssen öffentlich gemacht werden und müssen in Parlamenten stattfinden, Kolleginnen und Kollegen. Und was wir auf keinen Fall akzeptieren werden, ist, dass es außerstaatlich eine Gerichtsbarkeit gibt, die dann fernab von demokratischer Kontrolle darüber entscheidet, wie diese Abkommen auszulegen sind. Wir fordern, dass alles, was geschieht, ausschließlich auf der Basis des Rechtsstaats mit demokratischen, kontrollierten Gerichten passiert, Kolleginnen und Kollegen. Wenn das nicht eingehalten wird, passiert das, was im Moment schon im Gange ist. Dann klagen Energiekonzerne wie Vattenfall gegen die Bundesrepublik Deutschland, die den Atomausstieg beschlossen hat, wegen verminderter Gewinne. Natürlich, das ist so, aber es ist das Recht der Politik, Beschlüsse zu fassen, an die sich dann die Wirtschaft auch halten muss. Und dann passiert das, was im Moment in Ägypten passiert, wo ein französischer Konzern gegen die Erhöhung des Mindestlohnes klagt, weil er dadurch seine Gewinne gefährdet sieht. Kolleginnen und Kollegen, das ist das, was die Konzerne im Sinn haben. Sie schert es im Dreck, dass am 1. Januar ein Mindestlohn eingeführt wird. Sie wollen eine außerstaatliche Gerichtsbarkeit, um ihn dann durch die kalte Küche wieder abzuschaffen. Und das wollen wir nicht zulassen. Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, was wir fordern als Gewerkschaften an der Stelle, das ist für uns auch wichtig, weil es um die internationale Solidarität geht. Wir reden an der Stelle über ein Abkommen mit den USA. Die USA sind eines der wenigen Länder, die bis heute nicht die Kernarbeitsnormen der Internationalen Arbeitsorganisation anwenden im eigenen Land. Das heißt, es gibt keine Vereinigungsfreiheit, es gibt keine Tarifautonomie. Wir fordern, dass kein Abkommen unterschrieben wird, solange diese Kernarbeitsnormen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nicht in den USA angewandt werden. Auch das ist Solidarität, Kolleginnen und Kollegen. Es ist schön, dass ihr hier seid. Wir werden jetzt das Thema noch aus ganz unterschiedlichen Blickwinkeln begutachten, ziehen dann gemeinsam durch die Stadt. Ich finde, das ist ein Zeichen, was wir setzen müssen. Das ist Demokratie und das gilt es zu erhalten. Uns allen zusammen wünsche ich dabei viel Erfolg und einen sonnigen Nachmittag. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.